So, wir befinden uns in Turn 4 und die deutsche Bewegung ist soweit fertig. Mit einer Ausnahme, und zwar hier die Einheiten hier, dem Stapel, die stehen hier, wo der blaue Würfel ist. Und die können sich noch bewegen. Und das machen sie auch noch. Die machen den Overrun. Aber erst macht diese Einheit hier. Geht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geht auf dieses Feld. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 für den Fluss, 7 und dann 8 für die Zock. Und dann macht der Rest des Stapels. Das sind hier 17 und 8 sind 25. 25, die gehen dann 1, Quatsch, 1, 2, 3, 4 für die Zock, 5, 6, 7 auf dieses Feld und machen da den Overrun. Das ist dann ein 12 zu 1 mit 25, also 24, 12 zu 1. Das gibt nichts Besonderes, das ist minus 2 fürs 10 zu 1. Und ein plus 2 für den Fluss. Also plus minus 0. Und dann würfeln wir gerade hier eine 9. Das heißt, der Overrun fehlt. Und die Kollegen bleiben davor stehen und können dann aber gleich den angreifen. Gut. Das oder auch nicht gut aus deutscher Sicht. So, jetzt habe ich noch ein paar Truppen, die hier nachgezogen werden. Zunächst der hier. Tja, den wollte ich eigentlich jetzt alle woanders hinschieben. Aber dann geht es halt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir da oben einen Angriff. Was noch einer dazu kommt vielleicht. So, der geht hier. 1, 2 für die Fortification. 3, 4, 5, 6, 7. Nein, die kommen natürlich nicht mehr dahin. Wo stand der hier drauf? Das war, glaube ich, hier. So, der kann genau bis dahin gehen. Das macht eigentlich keinen Sinn, da oben anzugreifen. Das ist eigentlich zu schwach für. Nehmen wir woanders lang. 1, 2, 3, 3,5, 4,5, 5, 5, 6. Dann gehen wir hier hin. Hat, der kann auch hier mit oben drauf als Entgifter. So, hier einen Angriff machen werden. Ja, ist eigentlich egal, es ist sowieso ein 10 zu 1. Ob der jetzt da drauf ist oder nicht, ist eigentlich Schnuppe. Aber dann ist er auch schon mal wieder ein Stück weiter vorne, was ja auch immer nicht schlecht ist. So, der letzte. Also das sind die LKWs, die fahren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal darunter. So. So, wie gesagt, die Bewegung habe ich jetzt überall gemacht, da können wir gleich ein Auge drauf werfen. Aber dann machen wir jetzt auch direkt die Kämpfe. Hier, das ist wie gesagt ein 10 zu 1. Da gibt es ein plus 2 ohne Supply.
dann setzen wir da eine U ein. Die kann nicht abgeschossen werden, weil er da keine Division stehen hat, der Russe. Dann ist das 10 zu 1 plus 2 minus 2, also 0. Hier haben wir, glaube ich, keine, nee, da haben wir keinen Integrity Bonus, so nichts drin. Man könnte noch, also wir haben plus 1 noch für den Fluss. Und da setze ich hier den Pionier ein, den ich hier habe, irgendwo, da. Und dann ist auch das negiert. Also 10 zu 1 plus minus 0. Das ist eine 7. Eine 7. 10 zu 1 ist einfach nur ein Kill. 3R, genau. Dann ist das ein Verlust. Genau, der hatte zwei Steps. Und ja, die Frage ist, wenn ich jetzt da reingehe, 1, 2, 3, ja, das bringt alles nicht so viel. Ich hätte ja auch gehofft, dass der Overrun, dass der funktioniert, aber man kann sich auf nichts verlassen. Ne? So, dann machen wir den nächsten Angriff. Das ist dann der hier. Da greifen hier eine ganze Reihe Einheiten an. Jetzt gucken wir erstmal, was da drunter ist. Unter dieser Untried Unit, das sind, oh, ein Dreier. Muss man doch mal zählen. So, da haben wir 3, 6, 9, 11, 19, 19 und 4, 8, 12 ist 31. 39, 43, ja, ist noch ein 10 zu 1. 10 zu 1. Wir haben hier Panzer Division Integrity, genau, für die 10. Panzerdivision. Dann ist das ein minus 1. Und dann nochmal ein minus 2 für Cap. Weil der Wald ist ja egal. Und das gleicht jetzt die Minus, die Plus 2 für Out of Supply, also Out of Supply aus, ist eine 3, ist eliminated. So, damit ist diese Vorfahrtstraße frei. Dann der nächste Angriff auf der Stalin-Linie. Da wissen wir auch noch nicht, was da drunter ist. Ein Remove, das ist das Einfachste. Und da geht mal der Stapel drauf. So. 2, 4, 6, können wir beide drauf nehmen. So, ein Stück weiter hoch. Gibt es ein 10 zu 1 gegen hier diese kleine Einsatzeinheit. Da haben wir allerdings nur Aufklärer. Das heißt, es wären plus 2. Hin. 1, 2, 3, 4. Über die Fortified Lines können wir auch nicht gehen. Tja, 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 tja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das geht auch nicht. Ja, okay. Das heißt, da haben wir keinen Supply. Da müssen wir da einen Flieger nehmen. Zweite U gleich den plus 2, minus 2 aus. Gibt auch keinen. Kein Flak, eine 5 ist auch eliminated.
So, da gehen wir natürlich nicht rein. Logischerweise. So, wo haben wir noch Kämpfe? Dann haben wir hier einen Kampf. Dieser versprengte NKVD hier. So. Da haben wir ein 7 zu 1. Plus 3 wäre das. Plus 3 für NKVD und Supply. Deswegen wähle ich den Supply aus. Dann haben wir nur plus 1. Und dann können auch die Artillerie mitschießen. Und dann haben wir hier ein plus ein 9 zu 1. Und genau, ein 9 zu 1. 9 zu 1 plus 1 für die NKVD. So, ein 3 ist eliminated. So. Dann gehen wir mal weiter nach Westen. Hier gibt es einen Kampf in einem kleinen Kessel. Das ist ein 8 zu 1. Da kann ich hier unten genau eine Supply, 2, 3, 4, 5, 6, 7, habe ich genauso geparkt, dass ich dann eine Supply rausnehmen kann. Das ist ein 8 zu 1 mit der Artillerie. Genau, der hat nämlich hier. Der hat 3, ich habe 8, 18. Wir sind 6 zu 1, Artillerie 7 zu 1 und die Artillerie hier 8 zu 1. 8 zu 1, aber sie sind plus 1 für den Neubetrieb. 8 zu 1 sind 11. Das ist, glaube ich, ein Retreat. Ja, ein Retreat heißt, dass der denn. Also, ein Retreat heißt, dass der hier drauf geht. Und der bleibt stehen. Okay. So. Dann haben wir hier wieder einen versprengten. Den Einser hier. Das ist ein 10 zu 1. Da haben wir jetzt kein Supply und da haben wir auch kein Supply in der Nähe. Das heißt ein 10 zu 1, eine 1 ist aber eliminated. Die sind übrigens alle eliminated hier, weil die ja alle auch isoliert sind. Ah ne, gar nicht wahr. Die sind nicht alle isoliert. Das kann ich gleich nochmal zeigen. Ich habe nämlich diese Isolationsgeschichte jetzt anders gemacht. Nicht mehr dieses großflächige Isolieren über die ganze Kartenrand, sondern immer die einzelnen Kessel. Dann habe ich ein paar Truppen frei bekommen. Unter anderem auch nämlich hier im Süden habe ich das jetzt anders gemacht. Da sieht man die größere Lücke, um nämlich jetzt hier auch endlich mal angreifen zu können. Und hier greifen wir mit dem 4 zu 1 an. Dann nehme ich von diesem Dump da oben den Supply. Das ist ein 4 zu 1. Der hat, glaube ich, nichts drin hier. Genau, ist einfach nur, steht da in der Fläche. 4 zu 1 plus minus 0. Eine 8. 4 zu 1, eine 8 ist ein Retreat-Ergebnis. Schau, Retreat. Gibt 1. 2. So, und der Deutsche rückt nach. So, dann gebe ich da den Dump aus. So, dann greife ich auch hier den NKVD an. Das ist auch ein 4 zu 1. Das ist allerdings dann ein plus 3. Weil ich nämlich kein Supply habe.
4-2-1 haben diesen Attacker-Retreat. Okay. Attacker-Retreat. 2. Ja, ist aber nicht weiter dramatisch. So, hier habe ich in Brest den Garrison-Marker draufgelegt, weil da der Victory Point auf 0 gefallen ist und da musste irgendwie draufgelegt werden. Hier der hält die Supply-Route frei, über die Straße hier oben, damit die Jungs also im Supply sind. Und hier in Brest-Litovsk wird gekämpft und auch hier in dem Kessel wird gekämpft. Dann fangen wir mal hier an. So, da haben wir beides mal ein 4-1. Vielleicht den hier. Das ist 3. Ich habe 12. Ohne Supply greife ich da an. 4-1 plus 2. Eine 9. Eine 9. 4-1, eine 9 ist ein Ein-Sternchen-Retreat. Ja, schlechter geht es gar nicht. Das heißt, der hier zieht sich nur zurück. Und da habe ich 2 Verluste. 1, 2. Okay, und da haben wir auch ein 4-1 mit der gesamten Artillerie zusammen. Gegen auch hier die Artillerie, die habe ich mitgezählt. Da gebe ich den Supply aus. Dann ist also plus minus 0 beim 4-1. Das kann auch noch was Schöneres sein. 7. 4-1 und 7. Ist ein Retreat. Ja. Aber der Kessel wird natürlich damit nicht größer. 1, 2. Ja. Da ziehen wir nach. So, mal gucken, ob wir in dem anderen Kessel mehr Erfolg haben. Erstmal hier oben ein 7-1. Auch ohne Supply. Also plus 2. Eine 4. 7-1, ein 4 ist ein 3R. Da hätte man R auch gereicht, um die zu vernichten. So. Da haben wir ein 5-1, da gehen wir ein Supply aus. Hier und 5-1 plus minus 0. Ja. 5-1. Eine 7. Die 7 mag ich irgendwie anscheinend. Ein 1-1 Ergebnis. So, mit dem geflippt. Ja, und hier kann ich tatsächlich den hier rausnehmen. Ja. Ich stehe raus. So, jetzt der Angriff hier auf diesen Kanal. 6-1, da habe ich auch einen Supply ran geschafft. 6-1, flat. Eine 5.
6 zu 1 und 5 ist ein 2R. Tja, dann geht hier die Infanterie drauf. Der wird gedreht, aber der kann sich keine zwei Felder zurückbewegen, ohne in der Zock zu landen. Ich denke mal, dann ist der auch tot. Gucke ich gleich mal in Ruhe. Nee, der kann sich nicht zurückziehen. Der ist tot. So, dann haben wir schon fast alle Kämpfe geschafft. Jetzt gehen wir auf die andere Kartenseite. Und gucken, was wir hier noch zu tun haben. So, hier greifen wir an dieser Stelle an. Ein 4 zu 1. Da haben wir einen Supply Point. Ansonsten ist das flat. 4 zu 1 und 4. Ein 1-2 Ergebnis. Das ist nicht so schön. Ah, nicht nur einer drin steht. Der rauskommt. Und ich muss hier einen meiner guten Jungs drehen. Was ärgerlich ist. So. Und dann haben wir noch zwei Kämpfe hier. Die sind beide ohne Supplies. Die muss ich dann wieder Flieger legen. Die letzten beiden Flieger, die ich habe. Da und da. Erstmal der vordere. Das ist ein 6 zu 1. Plus 2, minus 2. Den Flieger, also 0. 6 zu 1, eine 3. 6 zu 1, eine 3 ist ein 3R. Ist der tot. Ja, gehe ich danach. Nein, ich kann ruhig stehen bleiben. So, hier haben wir ein 10 zu 1. Da haben wir wir haben sogar einen Integrity Bonus hier. Genau, die 19. Panzerdivision ist hier versammelt. Und auch die Regimenter der ganzen anderen auch. Da haben wir eh minus 1. Also wir haben plus 2 und minus 1. Und dann nehmen wir den dazu. Und dann haben wir auch ein minus 1 insgesamt beim 10 zu 1 und gehen keine Gefahr ein. Eine 6, eine 5 ist eliminiert. Dann ist der Panzer weg, das war auch nur ein Einzelner, genau. Und da gehen wir vor. So, jetzt können wir uns mal angucken, was wir jetzt hier vernichtet haben.